Ziemlich zähflüssiger Handelstag heute, wenig Volumen. Die Wall Street ist so ein bisschen träge, hat man das Gefühl, in die Woche gestartet. Die US-Futures zunächst mal negativ, dann die Renditen ein bisschen zurückgekommen. Das war einer der Sorgen neben dem schwachen Wachstum in China. Und dann haben sich die Aktienmärkte in den USA ein bisschen erholt. Der DAX im Minus geschlossen, S&P, Dow Jones mehr oder weniger unverändert, Nasdaq mit Rückgang der Renditen. Allerdings sind die nicht viel zurückgegangen, dann im Plus. Aber die Renditen werden sehr, sehr wichtig, denn die 10-jährige US-Staatsanleihe, die steht kurz vor einem Ausbruch nach oben und das könnte dann auch für den Nasdaq ein Bremsklotz werden. Aber das Thema heute, wenn man eins rausgreifen kann, ist für mich Jerome Powell vor dem Abschuss, denn es gab eine neue Enthüllung in Anführungszeichen, jedenfalls The American Prospect, ein Magazin, das den linken Demokraten in den USA nahesteht, hat enthüllt, dass, was bisher nicht bekannt ist, dass Jerome Powell Anfang Oktober, nämlich am 1. Oktober, aus einem Vanguard-Aktien-ETF 1 bis 5 Millionen Dollar verkauft hat. Und das unmittelbar vor einem Monat, der dann eine 6% Korrektur nach sich zog, etwa beim Dow Jones. Nun, man kann sagen, das war so ein bisschen die Nervosität vor der US-Wahl, die ja Anfang November stattgefunden hat. Mit der Frage, wird Donald Trump bleiben oder wird es doch Joe Biden? Inzwischen wissen wir, wer es geworden ist. Jedenfalls ist das natürlich jetzt eine Situation, die an sich nicht verwerflich ist, kein Skandal ist, aber es passt so ein bisschen in dieses Gesamtbild, das wir haben. Rosengreen zurückgetreten, weil sehr aktiv im Handel, Kaplan zurückgetreten, auch Clarida, andere FED-Mitglieder haben, Clarida nicht zurückgetreten, aber hat auch massive Interessen, andere FED-Mitglieder haben massive Portfolios und wie kann das sein, denken sich viele, wenn diese Herrschaften so maßgeblich eben die Märkte bestimmen und Paul ist angeschlagen, eigentlich ein bisschen angezählt und diese Geschichte, die wäre natürlich noch so ein bisschen der letzte Tropfen, der das Ganze dann zum Überlaufen bringen könnte. In den nächsten Tagen will ja eigentlich Joe Biden sich entscheiden, ja, wird es jetzt weiter Jerome Powell bleiben oder wird es doch Lyle Brainard? Zwei, viele andere Kandidaten gibt es eigentlich nicht. Hier sehen wir mal diese Aktionen von Jerome Powell, die er hier vorgenommen hat, die Trades von Jerome Powell. Und das ist schon ein bisschen auffällig, dass das jetzt hier geleakt wurde. Offenkundig gibt es da massive Interessen, eben Powell abzusetzen, der ja so ein bisschen den Linken als Knecht des Großkapitals gilt. Man, Personen wie Elizabeth Warren eben, linke Demokratin, hat ja Powell schon massiv attackiert. Sie hält ihn für einen gefährlichen Mann. Dementsprechend könnte das wirklich nochmal eng werden. Der Druck auf Joe Biden, Powell abzulösen oder die Amtszeit von Powell nicht zu verlängern, wird dadurch größer. Und das ist für die Märkte dann auch ein Thema. Denn wir wissen aus der Vergangenheit, wenn da ein neuer Fed-Chef oder eine Chefin kommt, dann bringt das erstmal Unsicherheit. Das war bei Powell auch so. Der hat dann einige Rookie-Fehler gemacht, einige Sachen gemacht, die dann die Märkte verunsichert haben. Erinnern wir uns, als er sagte, die Bilanzreduzierung auf Autopilot, die Märkte in Panik, ich glaube Dezember 2018 war das, da rauschte es runter ohne Ende, weil eben Powell hier diesen Fehler gemacht hatte, die Wall Street mal ein bisschen zu ärgern und das hat er sich dann gemerkt, das macht er nie wieder, weil das Vermögen der Amerikaner hängt an diesem Aktienmarkt. Und wenn man da ein bisschen die Luft rauslässt, dann sind die Amerikaner ärmer. Das wäre schlecht für die Wirtschaft, weil die Amerikaner dann weniger konsumieren. Und so geht die ganze Geschichte weiter. Jedenfalls sehen wir, dass die Wahrscheinlichkeiten, die von Wettanbietern hier eingepreist werden, doch ziemlich deutlich zurückgegangen sind. Nur noch 60 Cent bekommt man, wenn Powell hier doch Fed-Chef bleibt. Das war vorher doch deutlich anders, da ging das in Richtung 100%, jetzt immerhin 31%, wenn man so will, die Chance, dass Brainard gewinnt und oder diesen Job bekommt. Wir sehen, der eine geht nach unten, die andere kommt von unten nach oben. Also das ist auf jeden Fall etwas, was die Märkte jetzt bewegen wird. Hier sieht man Jerome Powell, wie er versucht, hier diesem Krokodil, diesem Behemoth, die Dollars ins Maul zu stopfen. Gemeint ist damit die Wall Street natürlich mit diesem Krokodil. Jedenfalls hat er das Anfang Oktober nicht gemacht. Die Fed-Bilanzsumme ist in der ersten Oktoberwoche erstaunlicherweise gesunken um 25,8 Milliarden Dollar. Wir hatten sonst im September nochmal einen Anstieg von 157 Milliarden Dollar. Und wir sehen ja S&P 500 und Fed-Bilanz, das geht so ziemlich einher. Liquidität ist das Entscheidende für die Märkte. Und wir sehen interessanterweise auch der sogenannte Margin Debt, also die
Hebelung, die Beleihung von Amerikanern, die ihre Aktien beleihen und dadurch andere Aktien kaufen können. Sie bekommen also praktisch eine Art Kredit mit Sicherheit ihrer eigenen Aktien. Wir sehen auch hier ist der Margin Debt etwas gefallen. Wir hatten im Juli 844, da hatten wir schon mal einen Rückgang. Dann ging es aber wieder rauf im August auf 911 Milliarden. Jetzt sind wir bei 903 Milliarden. Ist nicht so viel, aber man sieht, so langsam könnte da oben ein Deckel sein. Man ist sozusagen Oberkante, Unterkante gehebelt. Viel mehr geht nicht. Aber gleichzeitig steigen die Löhne, aber nicht für die Großkopferten, wie man in Bayern sagt, sondern für die Kleinkopferten. Nämlich wir sehen, dass die unteren Einkommensschichten besonders von diesen Lohnsteigerungen profitieren. Sie kennen meine These. Wir kriegen wahrscheinlich eine Lohnpreisspirale, weil vor allem in Europa durch die gestiegenen Energiekosten die Gewerkschaften, die Tarifparteien sagen werden, also da brauchen wir einen Ausgleich, da muss es höhere Löhne geben. Das wiederum bringt die Unternehmen unter Druck, die ohnehin schon durch die Energiepreise höhere Kosten haben. Da müssen sie noch höhere Löhne zahlen. Das kann nur einhergehen, entweder durch Reduzierung der Marge oder eben indem man die Preise für die Produkte, die man produziert oder die Dienstleistungen, die man anbietet, dann erhöht. Aber dann ist wiederum inflationärer Druck da, dementsprechend dieses Motiv transitory. Eigentlich schon mausetot. Gucken wir uns mal dagegen die EZB an. Hier ist in der ersten Woche die Bilanzsumme der EZB um 41,1 Milliarden Euro gestiegen. Also die Fed, die hatte reduziert. Die Bank of England hat mehr oder weniger angekündigt, dass sie die Zinsen ein- bis zweimal anheben wird. Die Renditen für britische Staatsanleihen deutlich nach oben gegangen, vor allem die kürzer laufenden Renditen. Dagegen die EZB ist noch in Wonderland und sagt, oh, wir machen weiter mit dem Programm Geld, wir drucken Geld bis in alle Ewigkeit, weil die Inflation ist transitory, deswegen ist auch das Gelddrucken kein Problem. Kommen wir jetzt zu diesem anderen wichtigen Komplex, nach meiner Auffassung, das ist die Energiekrise. Javier Blas von Bloomberg sagt hier, sieht nicht so gut aus mit den Gaslieferungen der Russen in Malno, das ist da in Mecklenburg-Vorpommern, wo praktisch das Gas zunächst mal angeliefert wird. Da sehen wir, dass das wieder rückläufig ist. Heute hat Altmaier gesagt als Wirtschaftsminister, die Gasspeicher, die waren jetzt kürzlich noch mit 75% gefüllt, jetzt nur noch mit 70%, also weniger. Ein harter Winter kann locker mal so 60-70% rausnehmen, aber die Gasspeicher können physikalisch nicht leer werden. Man muss da immer 10-15% drin lassen. Geht physikalisch nicht anders. Dementsprechend könnte das ein bisschen unschön werden, wenn jetzt die Russen sagen, also euer Problem, gell? Der Asiate, der möchte auch ein Gas kaufen und der zahlt gute Preise und außerdem verstehen wir uns mit dem, nicht? Xi Jinping und Putin sind ja allerbeste Freunde. Dementsprechend macht man sich Sorgen, auch in Dänemark, Andreas Steno Larsen, diese Auktionsergebnisse zeigen, dass sozusagen auch durch die Ukraine wenig Gas läuft derzeit. Keine guten Nachrichten, aber auch China hat seine Themen. 80% der Energieversorgung passiert in China durch Kohle. Jetzt sehen wir, dass etwa der Thermal Coal Future jetzt wieder mal um 8,4% gestiegen ist. Vervielfacht haben sich jetzt die Kohlepreise in China in ziemlich kurzer Zeit. Also das ist schon ein Phänomen, das nicht nur Europa trifft. Die Amerikaner sind davon noch so ein bisschen ausgenommen. Aber wer weiß, wie lange noch, das dürfte da auch ankommen. Blicken wir mal so auf den Energieverbrauch, auf den Elektrizitätsverbrauch, genauer gesagt, weltweit. Dann haben wir hier die Chinesen ganz deutlich vorne vor den USA. Dann kommt Indien, dann kommt Russland und das ist erstaunlich. Zwar haben die jetzt nicht wenig Menschen, aber eben eine vergleichsweise kleine Wirtschaft. Dann kommt Japan, dann kommt Kanada, dann kommt Südkorea und erst dann kommt Deutschland. Also wir sehen Südkorea um und bei 40 Millionen Einwohner, Kanada auch vielleicht so 30, 35, 40 Millionen. Also etwa die Hälfte der Einwohner Deutschlands und dennoch verbraucht man mehr Elektrizität. Erstaunlich, auch die Russen, die wie gesagt zwar deutlich mehr Menschen haben als wir, aber eben eine kleinere Wirtschaft mit fast dem doppelten Stromverbrauch wie wir. Also das zeigt, dass natürlich dann am deutschen Wesen der Klimawandel natürlich gelingen wird. Wenn wir ein bisschen CO2 einsparen, dann ändert sich das alles. Dann wird auch der Chinese einsichtig. Das ist völlig klar, meine Damen und Herren. Hier sehen wir mal die CO2-Emissionen, wie sie sich gestalten werden bis 2050.
Hier sehen wir, dass der Verbrauch oder respektive die Emissionen weiter steigen werden, ob wir etwas tun oder nicht. Ich bin dafür, dass wir etwas tun. Ich bin dafür, dass wir Technologien entwickeln, um möglicherweise die Probleme auch andernorts zu lösen, daraus wiederum ein Geschäftsmodell zu machen, ohne unsere eigene Industrie kaputt zu machen, wenn es denn möglich wäre. Hier diese Grafik von Gabor Steingart, der hier das von Statista mit mal berechnet hat. Wir sehen auf der anderen Seite eben diese Probleme in China zum Beispiel. Da wird Strom praktisch reglementiert. Da gibt es nur noch bestimmte Kontingente, sodass dann viele Firmen nur noch ein bestimmtes Volumen produzieren können. Dann wird der Strom abgeschaltet. Das wiederum bedeutet dann für viele Firmen in Deutschland, da passiert nichts mehr, da kommt nichts mehr, da kommen Zwischenprodukte nicht, da kommen bestimmte Rohstoffe wie Magnesium nicht. Und wir sehen auf der anderen Seite dadurch, dass dann eben Aluminium, Kupfer, solche Dinge nicht mehr wirklich in der Form produziert werden können, geht der Preis nach oben für diese Industriemetalle. Ein Trend, der jetzt schon länger der Fall ist. Und gucken wir mal hier zum Beispiel deutsche Medienlandschaft. ADAC meldet höchsten Stand aller Zeiten bei Diesel. Jetzt Magnesiumbombe. China dreht der deutschen Metallindustrie den Hahn zu. Wie gesagt, das liegt daran, dass die Magnesiumproduktion extrem energieintensiv ist. Und die Chinesen, die haben jetzt auch ein Umweltbewusstsein und die wollen einen blauen Himmel haben bei der Winterolympiade in Peking. Dementsprechend wird da weniger produziert, dann auch weniger geliefert. Strom- und Spritpreise explodieren. Politik jammert, ist aber selbst schuld an der Misere. Hier im Fokus zum Beispiel dann Energiepreisexplosion. Tschechien hebt Umsatzsteuer auf Strom und Gas auf. Nächste Schlagzeile, Strom, Gas und Sprit bald nur noch für Reiche bezahlbar. Also man sieht, die Energiekrise ist jetzt im Bewusstsein der deutschen Medien angekommen. Es hat ein bisschen gedauert, wie immer, aber dann ist es doch der Fall. Man sieht also, dass das jetzt ein großes Thema ist. Und diese Überlegungen, ja gut, CO2-Abgabe, dann kostet halt der Sprit mehr. Und dann geben wir es den Leuten wieder aus der rechten in die linke Tasche zurück. Das macht keinen Sinn. Linke Tasche rausnehmen, rechte Tasche wieder geben. Dafür dann Ministerien und Bürokratie schaffen, die das Ganze organisiert. Das macht keinen Sinn, aber das ist eben genau wahrscheinlich der Weg, in dem das passieren wird. Man erhöht die CO2-Steuer, um dann, oder CO2-Abgabe, um dann hintenrum den Leuten irgendwie welche Almosen zukommen zu lassen. Das macht nicht wirklich Sinn. Und wie es um Deutschland bestellt ist, meine Damen und Herren, das können Sie in einem Podcast hören, in dem Daniel Stelter mit Gunnar Heinsohn spricht. Ich habe eine gewisse Vergangenheit mit Gunnar Heinsohn. Der hat auch in Bremen gelehrt und er ist vielleicht der interessanteste, mit einer der interessantesten Denker Europas meines Erachtens. Der hat über Holocaust Maßgebliches geschrieben. Er hat über so viele Dinge Maßgebliches geschrieben, sehr kreativ. Nicht ganz unumstritten immer, aber er ist vor allem ein Kenner der Demografie und vor allem auch hat er mal verglichen eben Bildung, was bedeutet, wenn man bestimmte Defizite in Bildung hat, wie zum Beispiel die Amerikaner und die Franzosen, die nach Gunnar Heinsohn nur noch in der vierten Liga spielen. Wir spielen immerhin noch in der dritten Liga, wollen aber wahrscheinlich in die vierte Liga absteigen, weil da das Leistungsniveau nicht ganz so hoch ist. Er vergleicht zum Beispiel die mathematischen Fähigkeiten der Ostasiaten, also Chinesen, Japaner, mit denen der Europäer. Und da schneiden wir schlecht ab. Und diese mathematischen Fähigkeiten sind Vorläufer für Patente, die dann wiederum Exzellenz eben in Sachen Technologien bedeuten. Man kann also anhand von Demografie und solchen Faktoren eben durchaus Zukunftsprognosen abgeben. Wenn Sie also wissen wollen, wo die Reise hingeht, dann kann ich nur dringend anempfehlen, sich das mal anzuhören, dieses Gespräch zwischen Daniel Stelter und vor allem Gunnar Heinsohn. Packe ich wieder unter das Video verlinkt. Da ist wiederum dieser Podcast drin. Die ersten 2 Minuten sind Werbung. Dann kommt Daniel Stelter. Ab Minute 26 kommt Gunnar Heinsohn. Und spätestens ab dann knallt es, meine Damen und Herren. Das kann ich versprechen. Ziehen Sie sich das mal rein, wenn Sie irgendwie die Zeit haben. Ist einer der interessantesten Dinge, die Sie wahrscheinlich hören werden. Jetzt wünsche ich aber erstmal einen schönen Abend und sage Servus und Ciao.